Hallo Leute, hier wollte ich mal meine größte Hegnersäge präsentieren. Auf Anfrage vieler YouTube-Videogucker, also YouTube-Zuschauer. Die Säge, die ist was Besonderes. Sie ist recht alt, aber in einem sehr guten Zustand. Und die ist tatsächlich meine größte Hegnersäge, weil die hat einen Durchgang von sage und schreibe 600, hier kann man sehen, 635 mm. Also hier sind 60 und dann 635 mm. Hierbei handelt es sich um die Multicut 3. Die wurde, könnte man schon sagen, anno dazu mal gebaut. Sie ist ein recht robustes Gerät, also richtig robustes Gerät und auch, man könnte sagen, eine Industriemaschine. Auch vom Klang her, sie hat eine gewisse richtige Ruppigkeit, so nach dem Motto, ich krieg alles klein. Und sie ist noch mit viel Originalzubehör, die Feder ist noch die Originalfeder hier hinten. Diese Auflage, wo der Oberarm im Fall des Blattriffs draufknallen kann, ist noch original. Wir haben hier einen Fingerschutz. Dieser Fingerschutz, der hat hier unten noch einen Kunststoff. Und dieser Kunststoff dient auch dazu da, ist auch dazu da, damit es als Gleitfläche dient. Also es ist ein Fingerschutz und auch ein Werkstückniederhalter. So, hat zwar keine Vario-Regelung, also es ist nur ein einfacher Ein-Ausschalter, aber da ich ja Kunststoffe nicht säge, da ich keine Metalle säge, brauche ich an dieser Maschine auch keine Drehzahlregelung, weil auch wenn ich jetzt Hartholz nutze oder so, da kann ich immer noch mit den Laubsägeblättern variieren, sodass ich dann dementsprechend das problemlos sägen kann. Ja, insoweit könnte ich noch mal erwähnen, ich kenne eigentlich die Quick nicht, also diese neuen Maschinen nicht, aber hier könnte ich noch erwähnen, dass diese eine wunderbare große Tischfläche hat von 52 mal 26 mm. Die Schnitthöhe ist aber allerdings nicht wie bei meiner 2 SE 65 mm, sondern die könnte mit 55 angegeben sein, ja. Aber das ist meistens auch ausreichend. Und diese Länge hier, das ist schon fast eine Armlänge von mir. Länger bräuchte die gar nicht auch zu sein, weil wenn ich jetzt so wegstehe, bräuchte ich sogar noch ein Monokel oder keine Ahnung, eine Weitsichtbrille, damit ich überhaupt erkennen kann, was ich da noch säge. Insoweit ein optimales Gerätchen. Die habe ich sehr oft benutzt, bevor ich jetzt auch noch eine andere Säge, die schwarze, die hier sonst immer stand, gekriegt hatte. Und die schwarze Säge, Dekupiersäge, die hat einen etwas geringeren Durchgang. Und mal schauen. Also jede Säge hat ihre Daseinsberechtigung, ihre Vorteile. Und die hier auf dem Dreibein, die steht in meiner nicht ganz so ebenen Werkstatt, findet die immer einen guten Platz, ohne dass ich irgendwas verstellen muss. Festschrauben kann man die an den Boden, aber die läuft noch recht ruhig, sodass man diese auch nicht festschrauben muss an den Werkstattboden. Wie alle Hegnermaschine kann man den Tisch neigen. Man sieht, die ist jetzt noch verstaubt hier unten.
Was ich ganz klasse finde, die Skala hier, die ist noch aus einem richtigen Metall abgeschrägt und skaliert. Und durch diese abgeschrägte Skalascheibe kann man auch richtig ablesen, wie man die zu 90 Grad wieder hinkriegt. Ja, insoweit. Das war eigentlich eine kleine Erzählung zu meiner MultiCut 3. Danke fürs Zuschauen.